Meine Damen und Herren, Boris Becker, Wladimir Klitschko, der Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger, Usain Bolt gehören zu seinen Patienten. Auch berühmte Musiker wie beispielsweise U2-Frontman Bono, Eric Clapton, der berühmte Herbert Grönemeyer. Alle sind in seinem Wartezimmer und sagen, er ist ein Magier. Seit über 20 Jahren betreut er medizinisch, ist er der Arzt und betreut medizinisch die Fußballnationalmannschaft. Bitte begrüßen Sie, ich will mal sagen, es ist mir Freude und Ehre, ihn begrüßen zu dürfen, Herrn Dr. Hans-Wilhelm Müller-Rutt. Sie sind genauso jung wie Mick Jagger, Uli Wickert. Uli Wickert schreibt und freut sich über Käse und Bücher. Mick Jagger tanzt und singt immer noch sehr eindrucksvoll. Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? Also zurzeit 12 Stunden, es können aber auch 14 werden. Sie sagen, dass Ihre Selbstdefinition, Ihr Selbstverständnis ist, dass Ihre Erziehung darauf hinausgelaufen ist, Pflichten zu erfüllen, dass das an oberster Stelle steht. Wie oft haben Sie in den vielen Jahrzehnten, in denen Sie diesem Beruf nachgehen, Ihren Urlaub unterbrochen, um einem Patienten zu helfen? Also, ich kann das fast umdrehen, dass es fast keinen Urlaub gibt, wo ich nicht zurückgerufen werde oder gebraucht werde und ich dann den Urlaub kurzfristig unterbreche und dann aber wieder zurückfliege. Das ist fast die Regel. Und das geht von Anfang an so. Das ist ein ärztliches Selbstverständnis, kann man das sagen? Ja. Einer Ihrer berühmtesten Patienten ist Boris Becker gewesen. Sie haben ihn viele, viele Jahre behandelt. Wie war die Beziehung zu ihm zwischen Arzt und Patient? Die war sehr freundschaftlich, sehr eng. Und ich fühlte mich sehr verantwortlich für ihn. Und wann immer er um Hilfe bat, habe ich sie ihm gewährt. Konnte ich nicht Nein sagen. Herbert Grönemeyer habe ich vor kurzem auf der Bühne gesehen, eindrucksvoll, weil er ist auch nicht mehr 30 und macht nicht nur musikalisch, sondern auch physisch ein enormes Programm. Er hat über Sie gesagt, ich darf ablesen, Zitat Grönemeyer, er ist ein Künstler, er hat etwas, das man nicht versteht, nicht verstehen muss und das er selber vielleicht auch nicht versteht. Zitat Ende. Wie ist das, wenn Sie Ihre Hände zur Heilung einsetzen? Wie viel ist Intuition und wie viel ist Wissen um Anatomie? Die Hände benutze ich hauptsächlich, um zu diagnostizieren. Und da ist die anatomische Ausbildung allentscheidend und das tägliche Üben, um die Fähigkeit zu kultivieren, mit den Fingerkuppen wahrzunehmen und eine Verbindung zum Gehirn herzustellen, um Gespeichertes mit dem neuen Eindruck zu verbinden und so zu einer Diagnose zu kommen. Also es ist mehr ein diagnostisches Umgehen mit dem Patienten. Das Therapeutische ist dann eine andere Sache. Auch da sind die Hände entscheidend wichtig. Ich muss fühlen, wo die sogenannten Triggerpunkte oder Tenderpoints sind und wo ich Muskelverletzungen behandeln muss, wo sind die Fasern beschädigt. Das muss ich fühlen können, um dann auch punktgenau zu behandeln. Wenn Sie mit den Fingern, mit den Händen lesen können, Körper lesen können, können Sie, ich meine die Frage nicht ironisch, können Sie gewissermaßen mit verbundenen Augen merken, ob Sie Thomas Müller oder Manuel Neuer vor sich haben? Also, das ja. Könnten wir auch. Ja, ich sehe nur nicht, ich sehe nur nicht den heilenden Aspekt. Also können Sie, spüren Sie, durch Ihre Finger, wer vor Ihnen liegt? Haben die? Also ein paar Spieler würde ich erkennen. Welche? Die, ja, möchte ich jetzt gar nicht so beim Namen nennen, das spielt auch keine Rolle. Aber ich würde ein paar ausmachen können aufgrund ihres Grundtonuses. Das ist die Grundspannung im Muskel. Der ist sehr individuell. Jeder hat seine eigene Muskelspannung und die kenne ich.
zumindest bei den Nationalspielern, bei den Bayern-Spielern, aber auch bei Athleten, die regelmäßig zur Behandlung kommen. Die Eindrücke kann ich dann speichern und wiedererkennen. Wenn Sie aufs Spielfeld gerufen werden, weil ein Spieler verletzt ist, wie viel Zeit haben Sie dafür eine Diagnose? Ja, es sind Augenblicke, das ist nicht wirklich Zeit, weil heute ist es so, dass der Schiedsrichter schon bei dem Verletzten steht und entscheidet, ob ich den Platz betreten darf oder nicht. Früher durfte ich loslaufen, wenn da eine Verletzung passierte. Also der Schiedsrichter steht schon neben dem Patienten, neben dem Spieler. Und wenn ich dann komme, dann gewährt er mir nur Augenblicke und sagt, so, jetzt müssen Sie runter vom Platz, nehmen Sie den Spieler mit. Das ist Pflicht, dass man den Spieler dann mit runternimmt. Wenn man ihn einmal untersucht hat, muss man ihn auch mit runternehmen vom Platz. Sie sagen, in der Zusammenarbeit mit der Fußballnationalmannschaft ist ein ganz wichtiger Eckstein, wenn ich das so sagen darf, Jogi Löw. Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer, mit Jogi Löw, besonders? Ja, dass er meine Art der Untersuchung und Behandlung versteht und gutheißt. Und dass er das auch der Mannschaft signalisiert, teilweise sogar wortwörtlich rüberbringt und sagt, ich stehe 100% hinter den Entscheidungen des Doktors. Das ist wünschenswert, das ist für mich das Höchste der Vorstellung. Ja. Das, mehr geht nicht, dass man das Gefühl hat, der Trainer steht hinter mir. So wie auch bei Bayern jetzt mit Jupp Heynckes. Auch er kennt mich genau und weiß, dass ich... Vertraut. Ja, er vertraut, absolut. Darf ich kurz dazwischen fragen, was ist das für eine Art Ihrer Behandlung? Also, und wie unterscheidet die sich vielleicht von anderen Doktoren, die dann kämen und sagen, nee, das würde ich ganz anders machen? Also, ja, ich habe einen Grundsatz, dass ich von Anbeginn an meiner beruflichen Tätigkeit mir gesagt habe, ich will dem Spieler nicht schaden. Oder überhaupt, ich will einem Patienten nicht schaden, wenn ich ihn behandle. Und also bin ich bei der Homöopathie gelandet und bei biologischen Heilmitteln und sehe, und das habe ich sehr früh erkannt, dass das fantastisch funktioniert. Man muss nur die Punkte kennen, man muss die Punkte fühlen und punktgenau behandeln, dann wirkt es auch. Wenn man das nicht kann und sagt, ja, irgendwie wird schon was hinlaufen oder hinkommen, dann funktioniert das sicher nicht. Also das geht Hand in Hand. Ist Akupunktur etwas, was Sie anwenden auch? Ja, ich habe die Akupunktur gelernt, wie auch die Neuraltherapie oder in Frankreich die Mesotherapie. Das ist mir alles vertraut und habe aus diesem Wissen heraus dann gesagt, wenn ich mit Nadeln in den Körper eindringe, dann kann ich da auch Medizin mit hineinnehmen und dort punktgenau eben an den entscheidenden Stellen absetzen. Also das sind Pflanzenextrakte in homöopathischer Verdünnung, die nicht schaden, aber wir wissen alle von Arnika, das Arnika entzündungshemmend ist und dehydrierend, das heißt wasserziehend, abschwellend wirksam ist. Und das mache ich mir zunutze. Und es spricht sich herum, muss ich sagen. Ich meine, 2002 hat Professor Dr. Müller-Wohlfahrt hat einen Anruf bekommen von einem Trainer, der einen damals 16-jährigen jamaikanischen Sprinter, und Sie wussten nicht, wer es ist, betreut hat. Was wollte dieser Trainer von Ihnen? Ja, er hatte einen Schützling, der für seine Altersgruppen jeweils einen Weltrekord aufgestellt hat. Also mit 12, 13, 14, 15, 16 war er immer der Schnellste auf der Welt, schon in dem jungen Alter. Und dann verletzte er sich häufiger und häufiger. Und man konnte ihm sehen, und das ist ja auch allen bekannt, er hatte eine starke Skoliose. Usain Bolt. Ja. Und der Manager wollte nun wissen, macht es überhaupt Sinn, diesen Jungen zu trainieren? Wie soll das gehen, wenn er jetzt schon dauernd verletzt ist? Und man hat ihn dann geschickt. Und ja, ich habe ihn eingehend untersucht und mir den ganzen Tag Zeit genommen dafür. Ich kannte ihn eigentlich noch gar nicht, wusste gar nicht von seinen Erfolgen bis dahin. Und habe dann für mich entschieden, ich übernehme den Fall, ich übernehme die Verantwortung. Wenn denn ich alle Vierteljahr ihn untersuchen kann, er nach München kommt, ich eine Kontrolle mache und gegebenenfalls ihn behandeln kann. Und auch bei Verletzungen, wenn in der Zwischenzeit irgendwas passiert, dass ich sofort informiert werde. Das hat geklappt. Wenn Sie das zusammenzählen, können Sie sich ungefähr vorstellen, wie oft Jürgen in München war.
und das immer über Miami, London, München. Also da muss schon ein absolutes Vertrauensverhältnis bestehen, um diese Strapazen immer auf sich zu nehmen. Aber es hat funktioniert und ja, die Erfolge sind allen bekannt. Ist es eigentlich je passiert, dass Sie ins Wartezimmer gekommen sind und da saß nebeneinander Kai Pflaume, Bono, Grönemeyer? Ja, das ist häufiger vorgekommen. Das ist ein ganz normaler Dienstag morgen. Genau. Mit dem Lesekreis daheim. Ja. Aber was Sie vielleicht nicht glauben, ich wusste nie, wer im Wartezimmer sitzt. Und es ist vorgekommen, dass auch große Industriemanager warten mussten, 2-3 Stunden. Und am Ende ist es so war, dass die ihre Sekretärin mitgebracht haben und ihre Akten und bei mir im Wartezimmer gearbeitet haben. Oder ich weiß von Boris, der hat auch mal 3 Stunden gewartet. Gewartet? Ja. Und die bunte Industrie hat geredet. Super. Ich bin ja gar nicht drin. Was mich da total interessieren würde, wenn ich unterbrechen darf. Ja, ganz kurz noch eins. Die Mädchen sind angewiesen, mir nicht zu sagen, wer an dem Tag kommt und wer da ist. Ich möchte völlig unbelastet meine Arbeit machen. Ich muss die Höchstform an Konzentration aufbringen, sonst funktioniert die ganze Arbeit nicht. Und also auch kein Telefon, keine Ablenkung in keiner Weise. So geht es. Ich finde, dass die Homöopathie ja oft leidet. Ne? Die wird ja immer wieder durch den Kakao gezogen und abgewertet. Und dann gibt es mal wieder gute Zeiten. Was sagen denn die ganzen Fußballspieler, wenn sie sagen, wir machen was Homöopathisches? Ja, das Bewusstsein der Fußballer ist sehr gewachsen. Ich habe zu Zeiten begonnen, 1975 habe ich den ersten Profiverein übernommen, das war damals Hertha BSC. Da ging es darum, in erster Linie schmerzfrei zu werden. Mhm. Und mit der Homöopathie geht das nicht ad hoc. Es funktioniert sehr gut, aber zu der Zeit war es üblich, dass man sehr viel Cortison einsetzt. Und das habe ich von Anfang an nicht gemacht und lehne das ab. Übrigens hat der Dr. Müller-Wohlfahrt auf diesem Wege, das wollte ich nur einfügen, gerade in den Golfsport-Eingriff. Ja. Wenn Sie das erzählen mögen, weil es ganz in Augusta, Amerika. Ja, jetzt läuft gerade das Turnier in Augusta. Eben. Und das gab den Fall Ola Sabal, der Weltmeister war. Das ist so eine Art Weltmeisterschaftsturnier. Und danach fürchterliche Probleme mit beiden Füßen bekam. Und zwar so massiv, dass er nicht mehr spielen konnte, nicht mehr trainieren konnte, nicht mehr gehen konnte. Und dann verschiedene Kliniken, unter anderem auch die Mayo-Klinik, aufgesucht hat. Und immer hieß es, du hast unheilbares Rheuma, du wirst nie mehr Golf spielen. Und irgendwann hat ihn der Weg zu mir geführt und ja, ich habe sehr viel Zeit aufgewendet, ihn molekularbiologisch untersucht und kernspintomografisch, röntgenologisch und mit meinen Händen sehr, sehr viel Zeit investiert und habe am Abend des Tages gesagt, José, ich glaube, ich kann dir helfen. Und so war's. Und der Manager saß neben ihm und die schauen sich an und sagen, der spinnt voll. Will der sagen, er weiß alles besser als zum Beispiel die großen amerikanischen Kliniken? Dann habe ich nur drum gebettelt, bleib bitte 3 Tage, gib mir eine Chance. Ja. Und dann fliegst du heim und dann kannst du entscheiden, ob du wiederkommst. Ja. Und ich habe 3 Tage behandelt und hatte ein tolles Gefühl. Das sind ja diese Behandlungen, wo man spürt, ich habe es. Es klappt. Ja. Dann ist er nach San Sebastian zurück und rief am nächsten Tag, ich komme wieder. Das war zur Zeit des Oktoberfestes und im Januar, glaube ich, hat er das erste Golfspiel gemacht. Und 13 Monate später, oder wie viele Monate es dann auch waren, hat er wieder Augusta gespielt und wieder gewonnen. Also wir fassen mal zusammen, die Fußballer glauben... Homöopathisch. Die Fußballer glauben daran, deswegen die Frage, die Golfer glauben daran und die Rockmusiker auch. Diese Karriere, diese einmalige Karriere, auf die Sie zurückblicken können, hat nicht etwa in München oder Hertha BSC in Berlin begonnen, sondern in Ostfriesland, in Wittmund. Ich habe da kürzlich aus meinem Roman gelesen und dachte bei Wikipedia, ja, die berühmten Leute von Wittmund, Müller-Wohlfahrt in Wittmund. Ich hatte sie immer München. Wie war diese Kindheit in einem protestantischen Pfarrhaus, wo Sie sehr der Pflicht, also Sie mussten sehr früh der Pflicht gehorchen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf diese Kindheit in Ostfriesland zurück? Ja, ich darf ganz schnell ergänzen. Gern. Wittmund war ja schon die große Stadt mit 5000 Einwohnern.
Das sind ja, das war ja eine Kreisstadt. Ja. Ich wohnte aber auf einem, in einem ganz kleinen Dorf mit 300 Einwohnern. Die Gemeinde war groß. Also da kamen dann kleine Gehöfte noch dazu in der Umgebung. Also die Gemeinde war 15 Kilometer im Durchmesser. Da habe ich, bin ich aufgewachsen und aus heutiger Sicht bin ich dankbar dafür. Damals konnte ich nicht abwarten, rauszukommen. Ich hatte Fernweh, ich wollte weit, weit in die Welt. Ja, in die Welt. Und in den Sommerferien habe ich das auch gemacht. Ich durfte nicht, aber ich konnte nicht anders. Ich habe mein Fahrrad beiseite gestellt, mir in die Straße gestellt, getrennt. Und von Ostfriesland letztendlich bis nach Spanien. So bin ich in Biarritz einmal hängen geblieben, habe das Surfen gelernt. Und ja, ganz es Europa, ganz Europa ich, ne? so bereist. Und jedes Mal, wenn ich zurückkam, dann waren die Eltern enttäuscht, dass ich mich nicht an die Abmachung gehalten habe. Ich konnte nicht anders. Ja. Es war ein Pfarrhaus. Es war ein Pfarrhaus. Ich bin, darf ich sagen, streng erzogen worden mit Erziehung zur Musik, Disziplin für den Sport. Da war mein Vater sehr dahinterher. Ich habe auch sehr viel Sport gemacht, auch erfolgreich. Sind Sie gläubig? Ja. Ich würde sagen, ohne jeden Zweifel. Zweifel habe ich auch gehabt, aber ich habe mich immer wieder zurückbewegt, immer wieder hin zum Glauben. Ich habe viele Begegnungen mit Ärzten gehabt und habe den Eindruck, dass gläubige Ärzte weniger der Technik folgen als andere. Ist das Ihr Eindruck auch? Ja. Ein Kapitel in dem Buch ist mir sehr, sehr wichtig und das ist mein Eindruck über die heutige Medizin, über die heutige junge Medizin, dass nämlich die jungen Ärzte heute viel zu sehr technikgläubig sind und die Kernspin-Untersuchung für das Höchste halten überhaupt. Wohingegen ich sage, es gibt so viel falsch-positive, falsch-negative Ergebnisse. Ich glaube an das, was ich fühle und das stimmt oft nicht überein. Und Sie sehen ja dann am Erfolg, an dem Verlauf einer Verletzung zum Beispiel, wer recht hat. Und da konnte ich in vielen Fällen zeigen, wenn wir der Kernspin gefolgt wären, der Kernspin-Untersuchung, dann hätte ein Sportler noch wochenlang warten müssen, bis er wieder spielt. Und über den Tastbefund konnte ich sagen, also die Verletzung ist nicht so schlimm, das ist mehr ein Lymphstau oder es ist ein Bluterguss, aber die eigentliche Verletzung ist nicht so schlimm. Das wird 14 Tage dauern, in 14 Tagen bist du wieder bei der Mannschaft. Es ist ja immer gut, mal jemanden zu haben, dem man was fragen kann. Wir kennen es ja alle, wenn man mal auf einer Party ist und ein Zahnarzt ist im Raum, kommt jeder und sagt, hier, ja. Ist jemand in der Runde, der vielleicht eine Frage hat? Alphonse? Ja, ich habe was. Und zwar Sorry. Na, bei mir, das ist der Schulter. Und ich habe immer beim Arzt, ich war oft, auch 3 Stunden warten. Und das war immer das Gleiche. Die haben dann geguckt, das ist gar nicht so schlimm. In 2 Wochen ist es weg. Und es ist nicht weg. Und da ich dachte, der beste Doktor der Welt ist heute da, habe ich mein Röntgenbild an mir gebracht. Mir sagen könntest, ob ich im Arsch bin oder ob es ja, ja, aber vielleicht, also ein bisschen Zeit müssen wir ihm könnt, geben, ne? Ihr könnt so lange über hör zu. Also, ich weiß nicht, was die Fachleute Ihnen dazu gesagt haben. Ich sehe die Schulter gar nicht mal so schlecht. Und wenn die Schulter therapieresistent ist, wie das aussieht, dann steckt noch was anderes dahinter. Und ich sage Ihnen, Sie werden wahrscheinlich an der unteren Halswirbelsäule ein Problem haben. Ui. Ui. Ich hatte ein Problem, jetzt habe ich 2. Damit einhergehen ja Verspannungen auch im Schultergürtel. Die vermute ich auch bei Ihnen. Und dann sind wir schon fast an der Wirbelsäule. Da helfen übrigens Schläge in den Nacken. Und jetzt müssten Sie mir sagen, ob Sie das schon mal so auch wahrnehmen, dass der Schultergürtel auch beteiligt ist. Der ist richtig gut, weil das ist, also wirklich, also ja, klar, natürlich, das ist so. Ja, und Sie kommen aus dem Schlamassel nicht raus, wenn die Halswirbelsäule nicht mitbehandelt wird. Dann können Sie hier an der Schulter machen, was Sie wollen. Ja. Das wird nicht.
weil das überlagert ist oder ursächlich verursacht wird von der Halswirbelsäule. Das haben Sie in 7 Sekunden mit dem Ding. Wir sehen ja anschaulich, Herr Dr. Müller-Wohlfahrt, dass Sie immer im Dienst sind, selbst wenn Sie bei uns Gast in der Talkshow sind. Deswegen darf ich Sie abschließend fragen, Sie sind 44 Jahre mit Ihrer Frau Karin verheiratet. Wie oft haben Sie aus dem Mund Ihrer geliebten Ehefrau gehört, mach doch mal weniger, wir können es uns doch, das Haus ist doch abbezahlt. Ja. Gab es so, dass Ihre Frau mal sagt? Das war im Anfang der Fall. Wir hatten eigentlich ausgemacht, dass ich 3 Jahre bei Bayern bleibe und dass wir dann einen Status machen und sagen, was wollen wir, was haben wir. Soll ich das weitermachen oder kann ich das weitermachen oder es macht keinen Spaß mehr. Je nachdem, da wollten wir neu entscheiden. Ich habe das rausgedrängt und gesagt, lass mich noch mal ein Jahr machen. Dann habe ich mehr Klarheit, dann weiß ich besser, was ich will. Und nach dem Jahr hat sie nie mehr gefragt, weil sie merkte, der braucht das, der geht darin auf. Und sie lässt mich gewähren, aus Klugheit, würde ich sagen. Die ist klug genug, mich so werkeln zu lassen. Also Ihre Frau ist es zu ver... Ihrer Frau ist es zu verdanken, dass Sie heute Abend bei uns sind. Sie waren uns, sind uns eine Ehre und eine Freude. Ich habe es am Anfang gesagt und sage es am Ende umso lieber. Vielen Dank. Wir sind eins. ARD.